Hallo, es ist wieder an der Zeit für eine neue Ausgabe von 48.1. Überraschenderweise heute wieder einmal mit mir, aber wie gewohnt mit ganz viel Musik. Dazu beginnen wir die Sendung mit einem Musikvideo von Late Night Call. Viel Spaß mit Charlie. Frage, wer ist eigentlich Charlie? Aber von Charlie geht es jetzt weiter zu Petra, und zwar Kapelle Petra. Die haben nämlich ihr neues Album rausgebracht und wir waren dabei. Moin, ich bin Timo von 48.1 und wir sind hier beim Kapelle Petra Konzert. Und wir schauen uns einfach mal an, wie das hier in der Sputnikhalle heute Abend so wird.
kommt, es ist unbedingt Rock'n'Roll. Und nach Steine und dem Rock'n'Roll steht als letztes auf meinem Zettel. Duschen gehen, im Wacken sagt man, sei bestimmt. Gib mir auf Konzerte, gib mir auf Konzerte, gib mir auf Konzerte, gib mir auf Konzerte. Ganz anderes zeigt uns der nächste Beitrag. Und zwar geht es um einen Beruf, den viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Der Gitarrenbauer. Und wie er seine Gitarren herstellt, seht ihr jetzt. Der Gitarrenbauer oder auch Zupfinstrumentenmacher ist ein Beruf, den heute nur noch die wenigsten kennen. Viele versuchen ihr Glück, sich selbstständig zu machen und bleiben oft auch unentdeckt. E-Gitarrenbauer Oliver Baron hat es geschafft, seiner Firma Helliver einen Namen zu machen. Wir durften ihn in seiner Werkstatt besuchen. Ja, Oliver Baron ist mein Name. Ich bin Gitarrenbauer hier in Münster. Ich bin in der Gitarrenseite meiner Firma. Und ich baue elektrische Gitarren jetzt im Hauptberuf seit 11 Jahren. Und ja, in Münsters Norden bin ich jetzt zu finden mit meiner Werkstatt am Stehbrückenkamm. Und wenn man dann leidenschaftlich Gitarre spielt und dann im Moment immer irgendwelche Kleinigkeiten auszusetzen hat, dann fängt man irgendwann an, es selber zu versuchen. In meinem Fall habe ich dann irgendwann nach ein paar Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. In der Regel dauert es etwa ein Jahr, bis das Instrument fertig ist, wobei ein halbes Jahr Wartezeit ist und ein halbes Jahr ist die Gitarre wirklich in der Arbeit. Ich mache alles mit der Hand, also Handarbeit im eigentlichen Sinne. Das geht natürlich schneller, man könnte ein bisschen flotter sein, aber mir geht es halt um die Qualität. Viele Stammkunden habe ich mittlerweile. Das ist immer auch das schönste Lob, ist, wenn jemand wiederkommt und vielleicht seine ganzen anderen Gitarren verkauft, um welche von mir zu bestellen oder zu kaufen. Willy Gibbons von ZZ Top, der hat eine Gitarre von mir gekauft und gleich mal eine bestellt. Und die hat ein paar ganz besondere Features, die muss unter anderem sehr, sehr leicht sein und bekommt eine sehr aufwendige Lackierung und das liegt dann schon deutlich über 5000 Euro. Für so einen Kunden wie Willy Gibbons ist es natürlich auch spannend und interessant, aber hat auch so einen leichten Stressfaktor, weil er einfach sehr viel von abhängt.
wenn Eddie jetzt für eine Weile zu seiner Hauptgitarre macht, dann ist das für mich unheimlich wichtig. Ich habe sehr viel Spaß in meinem Beruf. Ich habe auch jeden Tag Lust zur Arbeit zu gehen, was, glaube ich, die wenigsten Menschen behaupten können. In einer Führung erklärt Oliver uns, wie die Produktion der E-Gitarren abläuft. So, hier sind wir in meinem Showroom sozusagen, wo die Instrumente getestet werden können. Manchmal ist das halt auch ein sehr langer Prozess, bis sich jemand entscheidet, eine Gitarre zu kaufen oder einen Auftrag zu geben. Und ja, in der Regel geht es natürlich hauptsächlich um den Klang. Und das kann man hier alles dann ganz gut für sich rausfinden. Hier hängen Instrumente, die teilweise zum Testen sind, teilweise zum Verkaufen sind. Ich versuche immer, von jedem Modell eins da zu haben, damit man auch weiß, was man da bestellt. Genau. Hier hinten ist die Werkbank, wo ich montiere und auch die eine oder andere Reparatur durchführe. Und hier geht es dann in den Werkraum, wo ich die ganzen Arbeiten mit der Hand mache. Hier dieser Arbeitsplatz ist hauptsächlich für die Arbeiten an der Fundierung gedacht. Da braucht man auch eine saubere Arbeitsfläche und gutes Werkzeug. Genau, hier werden Staub und Späne mit der Hand produziert. Hier passiert eigentlich die meiste Handarbeit. Da sieht man jetzt gerade, dass Hälse in Arbeit sind. Und hier in dem Regal gegenüber dann auch wieder Hälse, die gerade gebaut werden. Und das ganze Holz, was überall dazwischen lagert. Hier das Schwarze ist Ebenholz für die Griffbretter. Ein kleiner Schatz. Und hier im hintersten Raum stehen die ganzen Maschinen. Auch so eine kleine Ausstattung eigentlich. Aber alles, alles was ich brauche. Fest steht, Oliver ist Gitarrenbauer aus Leidenschaft und kann stolz auf sein kleines Eigenunternehmen sein. Kommen wir nun zum letzten Teil der Sendung mit Musik aus Dänemark. LSD und CIA heißen die Jungs. Klingt komisch, ist auch so. Seht selbst. Hallo, wir sind LSD und CIA und you're watching. Achtung, Bonze Shalom. 48.1. 48.1, the best TV channel in the world. Good afternoon, ich bin hier gerade im Skaters Palace, wo gleich die dänische Band LSD und CIA auftreten wird. Ich bin gespannt auf die Band und freue mich auf das Konzert. My name is Mikkel Cunningham and I play guitar and I sing. My name is Piotr Franklo and I play bass, like actually symphonic bass. Yeah, and I'm Troels Stangert Johansen and I play drums. So first of all, congrats on your new album. How are you guys? How's your tour? Tour is good. We are just constantly drunk and drugged, and tons of girls are surrounding us every night. It's amazing. It feels like surfing in some oil spillage. Yeah, dude, it feels like walking in the butter, you know, if you know what I mean, when you take LSD and then every color is more colorful than you could imagine. It's just like that. This tour is like... Is that how you get your name? No. It was our friend, he came up with an idea and said, yeah, it's this guy who's writing all the songs for us, his name is Stepan Zwong, and he also came up with an idea. And that's all, No As Well is like the first, that's also the name of the first Beatles album. Yeah. But they didn't. Okay, so when did you start making music together, or who are your inspirations? 6 years ago, right? We met about 6 years ago. We actually met in school. What, 2009? 2009. Yeah, but inspiration, it's just life. We're, it's not music any longer. No. We're beyond music. How would you describe your music or the genre? That's a hard question. We always trip upon this one. But basically we're like a power trio. We have drum, guitar and bass and the lead singer. It's a mix of a lot of different stuff. I mean,
We're all listening to a lot of different music, and we're like inspired by a lot of different music. And okay, actually. Yeah. So there's no like one band we try to like or genre we want. You guys like Germany? Yeah, we really love Germany. It's like good food, nice people, great venues, you know, good sound all the time. Yeah, especially people are so, I think people are really open and stuff. Like yesterday we played in Köln, and we were just like meeting some people in a bar and could sleep at their place and stuff because we didn't have a place to sleep yesterday. So stuff like this is pretty amazing. People are really open and chilled, I think, in Germany. Yeah. That's a nice, nice, they just have a nice attitude to life. Exactly. Which makes it comfortable being here. Did you also tour in Denmark or? Yeah, we've been on some tours in Denmark as well, yeah. But it's like, you know, Denmark is a very small country. So there's like not that many places you can go and play actually in Denmark. And I mean, if you want an audience there, I mean, you can't play every week in the same city. I mean, in Denmark you have to live off music, you have to play some shitty commercial pop music, otherwise you won't have a chance of living on it. And in Germany you can actually just be a semi-big band, you don't have to be just the people in Germany to survive, I mean. Wenn Dänemark auf Deutschland trifft, dann kann es nur verrückt werden. Ich fand die Jungs echt gut. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne, macht's gut. Hartet gut. Bis zum nächsten Mal. Das war es jetzt auch schon wieder mit unserer März-Ausgabe. Ich verabschiede mich. Bis dahin, vergesst nicht Musik zu hören.